Home Entertainment ist ein weiter Begriff geworden. Noch vor einer halben Generation fand man in den weißen Wohnstuben einen Fernseher, einen Videorekorder und ein HiFi-System. In der Zwischenzeit hat sich das massiv geändert. Viele neue Komponenten sind hinzugekommen. Man hat Mobile-Devices wie iPod, das man gerne vernetzen möchte. Man hat Netzwerksachen, man hat Internetradio, man hat einen Datenspeicher, den man auch mit einbeziehen kann. Viele neue Quellen sind dazugekommen. Was aber geblieben ist, das Wichtigste ist immer noch ein gutes Bild und ein guter Ton. Gutes Bild bieten die meisten modernen Fernseher. Mit LCD, Backlight-Technologie erhält man ein gutes Bild bei geringer Stromaufnahme. Was meistens leider auf der Strecke bleibt bei modernen Fernseher, ist der gute Ton. Heutige Fernseher sind sehr schlank gebaut und bieten kaum Resonanzkörper für einen guten Lautsprecher. Daher empfiehlt es sich heute, unbedingt ein eigenes Soundsystem zum Fernseher hinzuzukaufen, entweder in der Form einer Soundbar, die relativ unauffällig vor dem Fernseher platziert werden kann, oder eine ausgewachsene Heimkino-Surround-Anlage. Das Zusammenspiel aller Komponenten eines modernen Home-Entertainment-Systems kann ziemlich komplex werden. Von dem her ist eine Beratung sicherlich angezeigt, wenn man alle Möglichkeiten des heutigen Home-Entertainments voll ausnutzen will. Insbesondere Heimkino-Installationen mit Mehrkanalton können aufwendig sein. Die Einrichtung eines AV-Receivers ist durchaus komplex. Jeder kennt das wahrscheinlich. Das Home-Entertainment-System wird immer größer. Man kauft sich Geräte hinzu, eine Game-Konsole kommt dazu, ein Media-Center, ein neuer Blu-ray-Player und jedes Mal kommt eine neue Fernbedienung mit. Nun gibt es gewisse Fernbedienungen, sogenannte Universal-Fernbedienungen, die es ermöglichen, alle Geräte von derselben Fernbedienung zu steuern. Ganz neu sind sogenannte Steuerkonsolen, die die Geräte des Home-Entertainments miteinander vernetzen und die Steuerung der verschiedenen Einheiten über den TV-Bildschirm ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit ist es, ein ganzes integriertes System von einem Hersteller zu kaufen. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten von den einzelnen Geräten. Man muss dann nehmen, was der Hersteller anbietet. Jedoch ist die Integration der Komponenten sehr hoch. Sie können auch hier alles mit einer einzigen Fernsteuerung bedienen. Ein Versprechen für die Zukunft sind die sogenannten Tablets. Mit ihnen lässt sich nicht nur im Internet surfen, sondern auch das ganze Home-Entertainment-Setup steuern. Technologische Highlights sind momentan 3D und die Netzwerkfähigkeit der Komponenten. Wir haben nun einige 3D Blu-ray-Player und Fernseher, die bereits ein sehr gutes 3D-Bild anzeigen können. Inhalte gibt es einige Filme, aber ganz interessant dürfte hier auch der Game-Bereich sein, denn so ein Spiel in 3D zu spielen macht wirklich richtig Spaß. Unter Netzwerkfähigkeit verstehen wir, dass Inhalte über das Internet bezogen werden können. Auch hier gibt es immer mehr Anbieter, sprich Video on Demand oder Music on Demand.